Es fing für mich damals an, dass ich nach dem Abitur Industriekaufmann gelernt hatte. Habe dann in einem Maschinenbauunternehmen angefangen. Während meinem täglichen Job habe ich einfach gemerkt, dass das doch ein bisschen eintönig ist und man sich mit dem BWL natürlich doch nochmal andere Türen öffnet. Dass man da einfach nochmal größere Perspektiven hat, eine größere Bandbreite an Berufen, die man ausüben kann und einfach nochmal ein bisschen detaillierter reingeht und nicht nur die Sachbearbeiterebene, sage ich mal, befasst, sondern auch mehr analysiert. Während wir den Studierenden, die grundständig studieren, erstmal die Probleme erzählen müssen und sie überzeugen müssen, dass das relevante Probleme sind, kommen die mit Problemen und haben erfahren, dass sie Relevanz haben. Und wir können dann sozusagen gleich auf der nächsten Stufe einstellen und sagen, das sind die Probleme, wie kann man sie lösen? Wir haben einfach so viele verschiedene Berufsgruppen. Wir haben Piloten dabei, wir haben Leute aus Molkereibetrieben, wir haben Leute aus dem Maschinenbau, wir haben Leute aus den Finanzen, wir haben auch Leute aus der Pflege dabei. Man kommt natürlich nicht drum herum, wenn man mal so ein bisschen Projektarbeit macht, die dann auch mit dem eigenen Unternehmen zu verbinden und stellen auch alle ihre Unternehmen vor. Ich merke als Feedback aus der Praxis, dass immer mehr Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns schicken. Mir gefällt einfach, dass man mit ungefähr Gleichaltrigen, auf jeden Fall Gleichgesinnten, selber zusammen sich entschieden hat, eine Aufgabe anzupacken, nochmal neben dem Beruf zu studieren. Aber es ist eine Herausforderung. Wenn man dann erstmal, sag ich mal, sich eingegroovt hat, drin ist, dann klappt das noch. Es war bis jetzt ein sehr guter Mix. Man hat Soft Skills gehabt, wirtschaftliche Themen, auch Sachen, wo man wirklich für sich selber schon Sachen mitnehmen konnte. Gerade auch durch das Selbststudium, da wurden wir so ein bisschen drauf eingeführt. Wir hatten am Anfang eine Einstiegsvorlesung, Zeitmanagement und Selbstorganisation. Und in dem Projekt geht es dann beispielsweise darum, dass die Studierenden einmal analysieren sollen, wie denn der Marketingmix, der aktuelle in ihrem Unternehmen so aussieht, vergleichen das mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche und ziehen dann ein Resümee, was könnte man bei uns jetzt optimieren oder wir machen es besser als die anderen, weil erst kommt die Theorie und dann gucke ich konkret in der Praxis, wie sieht das aus. Die merken schon, dass das ein Austausch ist, dass das auch sich gelegentlich widersprechen darf. Also dass spezifische Situationen in Unternehmen eben nicht mit so einem generellen Konzept gelöst werden können. Wir haben sehr erfahrene Dozenten und das ist ein großer Vorteil. Mir begegnen immer wieder Menschen, die es dann versäumt haben, nochmal eine akademische Ausbildung sich anzueignen, die sagen, eigentlich ist es schade, dass ich das nicht getan habe. Ein bisschen Fleiß braucht man natürlich, aber vor allem wichtig ist die Motivation, dass man da selber wirklich auch ein bisschen Lust drauf hat. Es bringt einen weiter, ist eine gute Sache.